Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Neues Jahr, neues Glück. Und ihr seht, ich habe den Huina mal wieder auf den Tisch stehen, denn da stehen noch ein paar Arbeiten aus. Bevor ich es vergesse, ganz vorneweg, möchte ich vielen lieben Dank sagen. Ich habe was über meine Wishlist bekommen. Einmal vom Andi eine Arbeitsleuchte. Mir fehlt hier tatsächlich irgendwie immer wieder mal Licht und die kann man über USB laden. Und unbekannterweise war leider kein Name dabei, so ein Ingewindeset. Super, geht vom M2 bis M5. Finde ich sehr spannend, werde ich mal ausprobieren, was man da noch Spannendes machen kann, gerade im Bereich mit dem 3D-Druck. Denn in einen 3D-Druck ein Gewinde schneiden ist natürlich eine Katastrophe. Hier sollte das super funktionieren und vielleicht ersetze ich hier und da dann mal die eingebaut oder eingelassenen Muttern, ja, gegen so eine gegen so ein Innengewinde. Also da nochmal vielen lieben Dank. Kommen wir zum Huina. Ich habe euch in einem letzten Video zum Huina gesagt gehabt, dass es mir hier oben einen Motor durchgebrannt hat, denn ich habe ja umgestellt von 2S auf 3S, also sprich auf 12 Volt, und der ist mir dementsprechend abgeraucht. Den habe ich dann ersetzt gegen so einen Kameraden hier. Der kann bis 14,8 Volt kann der hier ab und macht roundabout 20.000 Umdrehungen bei 12 Volt. Ist ganz okay, ist auch so im Endeffekt wie der Originalmotor mit 12 Volt, also es ist ziemlich genau, aber gefällt mir noch nicht so. Also es ist mir immer noch zu langsam. Deswegen habe ich mich da weiter damit beschäftigt. Krafttechnisch passt mir das übrigens. Ja, also mir geht das nicht um die Kraft, das hat er ja, sondern mir geht es wirklich um die Geschwindigkeit. Und dann habe ich durch Zufall noch einen Motor da liegen gehabt. Das sind jetzt die Nachbestellten, die sind eben jetzt inzwischen irgendwann mal gekommen. Sind richtige Krawallmänner in der Größe. Und da habe ich hier unten im Arm einen drin und der macht richtig Tempo und der hat richtig Kraft. Braucht ein bisschen mehr Ampere. Ich hoffe, dass es die Fahrregler verkraften. Ich hoffe, dass es der Akku auf lange Sicht auch verkraftet, wenn ich davon drei Stück hier drin habe. Drehen werde ich so lassen. Das finde ich nämlich völlig okay. Aber wie gesagt, die anderen drei werden jetzt ausgetauscht. Oder die anderen zwei werden noch ausgetauscht gegen die hier. Und die sind mit Neodym-Magneten. Die sind richtig, richtig deftig, was die ziehen. Und machen 35.000 Umdrehungen bei 12 Volt. Ja? Also doch nochmal eine Schippe mehr. Und wie gesagt, ich habe den im Arm drin, sind ein bisschen laut, beziehungsweise die Motoren selber sind natürlich nicht laut, aber bei 35.000 Umdrehungen, da schreit das Schneckengetriebe etwas. Ja? Wir werden es bei den anderen auch noch anschauen, mal gucken. Die haben natürlich jetzt noch keine, noch kein Ritzel drauf, das heißt, hier werden wir die zwei jetzt ausbauen, Ritzel runter, neu einlöten, Ritzel auf den neuen Motor drauf und das Ganze wieder zusammenschrauben. Und da dachte ich mir, ich nehme euch einfach mal mit, dürft mir wieder über die Schulter schauen und ja, dann legen wir auch schon los. So, dann schauen wir mal, dass wir das ganze Ding mal kurz zerlegen. Jetzt dürft ihr natürlich hier mal reinschauen. Also zerlegt ist ja relativ einfach mit vier Schrauben. Ist die Karosserie hier aufgeschraubt. Ist ja keine Original-Huina-Karosse mehr. Das ist euch mit Sicherheit nicht verborgen geblieben. Die Kenner wissen, das ist ein anderes Modell, aber jetzt machen wir den ganzen Spaß hier einmal kurz auf, denn wir müssen den Arm relativ stark zerlegen, beziehungsweise wir müssen natürlich den Arm komplett einmal ausbauen, damit wir alles öffnen können und deswegen habe ich zum Beispiel auch schon gar keine Schaufel mehr drauf. Denn das muss alles weg. Also das heißt, ich kann hier die ganze Sache abnehmen. Das war's auch schon. Können wir hier auch mal mit hineinschauen, wie es da bei mir so drinnen ausschaut. Also durch das, dass ich natürlich die Elektrik selber
neu gemacht habe, habe ich ja hier jetzt keine Platine mehr drin und dementsprechend auch Platz. So, also ihr seht, ich habe die Stecker, da ist der Originalstecker noch dran. Ich kann also tatsächlich noch mit dem Originalakku fahren, wenn ich denn wollte. So, hier ist die ganze Elektrik drin jetzt. Untergebracht. Das Heck ist beschwert. Und hier ist eben schon einer der Motoren drin. Und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, muss ich die komplett einmal andersrum anlöten. Beziehungsweise müssen wir gucken. Ich glaube, hier war Plus und Minus nämlich genau andersrum. Hier sind übrigens diese Motoren. Und damit ihr mal seht, sieht man das? So, ich lege mal dahin. So, also das sind richtige Kloppermotoren. Die Magneten sind wahnsinnig stark. Ich erhoffe mir vieles. Ich weiß es noch nicht. Also, dann nehmen wir hier den raus. Und dann schauen wir mal. Müssen wir hier einfach nur einmal die ganzen Sachen lösen. Alle 800 Schrauben. We'll be right back.
So, soweit, so gut. Die Motoren sind drin. Die habe ich hier einfach reingesteckt im Endeffekt. Das ist ja die gleiche Baugröße wie bei diesen hier. Bei dem einen Motor habe ich das Ritzel genauso runtergezogen. Leider hat die Aufnahmefunktion irgendwie nicht funktioniert. Deswegen, also Ritzel etwas warm machen und dann mit der Zange bzw. einfach ein bisschen rausklopfen, bis man unten reinkommt und dann runterziehen. Hier wieder drauf geklopft und Loctite drauf. Das ist Loctite 648. Ich verlinke alles unten. Genauso wie die Motoren natürlich. Ja. So, hier ist es ja so, der hat die Lötpins an der Seite, der hier oben. Das heißt, hier müssen wir Löcher bohren. Und dann passt das hier auch wunderbar wieder rein. So gehört's. Und dann können wir das auch schon wieder anlöten. Und ich habe ja schon eingangs erwähnt, ich glaube, mich zu erinnern, dass die Polarität hier andersrum ist. Das heißt, ich löte es jetzt auch gleich mal falsch rum hin. So, und dann werden wir sehen, ob das passt oder ob es eben nicht passt. Die sind so magnetisch, alles was hier irgendwie rumliegt, landet in dem Gehäuse. Jawohl. Das hat es auch beim Entfernen der Ritzel nicht einfacher gemacht, denn alles wird wirklich angezogen. Man muss sich echt konzentrieren, sonst knallt man permanent auf das Gehäuse. Moment, ich wollte es genau andersrum machen diesmal. Und dann testen wir es einfach schnell, ob das, wie rum es jetzt richtig ist. Deswegen gibt es dritte Hände, gell? Damit man das hier nicht so in der Luft machen muss. Schauen wir mal, jetzt machen wir Minus auf Plus und andersrum. Der Trick ist hier, ich habe hier zwei Leitungen dran, denn ich kann ja hier umschalten. Und von dem Motor hier oben hier abschalten und umschalten auf eine zweite untere Buchse. Wenn ich mal sage, ich habe jetzt irgendwas wie zum Beispiel diesen Palettengreifer oder Gabionengreifer oder wie auch immer das Ding. Diese Zange auf jeden Fall. Die hat ja zwei Funktionen. Drehen und zumachen. Und dementsprechend brauche ich da zwei Kanäle, die ich damals ja nicht hatte. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt müssen wir nur mal kurz den Strom dran machen. Und jetzt sollte es eigentlich reinfahren. Jawohl. Einwandfrei. Das heißt, das passt hier schon mal. Lötstellen passen auch. Schrauben wir das Ding doch hier gleich wieder zusammen. Und wie gesagt, die sind deutlich schneller als die Originalen. Sie halten die 12 Volt aus. Darum ging es ja mir im Großen und Ganzen natürlich. Gut, ich habe den ursprünglichen Umbau auf 12 Volt ja eigentlich gemacht, weil mir die Motoren, die Standardmotoren, zu langsam waren. Und habe mir dann gedacht, ich baue das Ganze jetzt auf 12 Volt auf. Denn dann drehen die Motoren natürlich schneller. Mal gucken, irgendwo noch eine Schraube. Die hängt wahrscheinlich an irgendeinem Motor dran.
hier mal nicht. Hier ist noch eine, das sind hier, aber das sind die drei. Am Schluss bleibt immer eine Schraube übrig, heißt. Gut, hat jetzt an sich ja nicht viel Funktion, nicht ehrlich, aber wäre ja trotzdem schön gewesen. Tja. Also ich sehe sie nicht mehr. Wenn sie wieder auftaucht, werde ich sie einbauen. Sonst nehmen wir ja bald eine von hier. Dann brauche ich wenigstens nicht mehr bis ganz nach vorne alles öffnen. Wobei mir das eigentlich auch reicht. Ne, wir lassen die hier. Ich kann nämlich den vorderen Arm auch einzeln öffnen. Also dann schrauben wir den hier wieder zusammen. Und dass hier alles an seinem Platz ist. So rum. Da drin lag es hier nicht mehr. Nee. Da hängt es auch nicht dran. Nee. Sehr seltsam. Also ich weiß, ich habe gerade noch alle 8 Schrauben gesehen. So, hier vorne habe ich ja eine Messinghülse drin, beziehungsweise in beiden. Das heißt, die muss ich auch vorher wieder rein. So, das testen wir gleich nochmal. Das wäre Schaufel zu, der Schaufel auf. Ja. Wunderbar. Also das läuft schon mal soweit. Kommen wir zu dem zweiten Gipfriemel. Ich bin mir sicher, die Schraube ist hier irgendwo in diesen Sägedingern untergegangen. Oder hängt wirklich irgendwann am Motor. Kann mir nicht helfen. Da ist ja auch nicht drin, oder? Ne, das ist eine andere Schraube. Okay. Bei dem hier war genau das gleiche Spiel. Heißt, reingedrückt. Es hilft, wenn man hier die Kontakte ein bisschen an den Strom hält. Nicht Vollgas, nicht 12 Volt oder so, sondern ich hänge da 3-4 Volt dran, damit sich das Zahnradl dreht, dann kriegt man es natürlich leichter rein, weil wenn das natürlich gerade Zahnrad auf Zahnrad innen drin sperrend aufliegt beim Reindrücken, da passiert dann natürlich nicht viel und man kann ja hier nach hinten nicht drehen oder sowas, deswegen, ja. Nachdem das jetzt hier schon mal umgekehrt war, werden wir das auch bei dem hier umgekehrt einfach probieren und genau falsch rum anschließen, also sprich Minus auf den Pluspol. Und andersrum. Und ja, ich weiß, ich könnte die Kabel hier jetzt nochmal schön
machen zum Anlöten. Aber ich habe die schon so oft abgeschnitten, dass das tatsächlich irgendwann mal ein Problem darstellt. Und die irgendwann mal sehr, sehr kurz sind. Deswegen schauen wir, ob wir das so hinbekommen. Gucken wir mal, ob wir das hier irgendwie ein bisschen gehalten kriegen. So. Schauen wir mal, ob das hält. Natürlich zu hoch. Wie soll es auch anders sein? Jetzt hält's. Gut. Dann schauen wir auch hier, ob die Richtung passt. Das heißt, an ist er ja noch. Und jetzt sollte er reinfahren. Jawohl, das macht er auch. Gut. So, warm ist jetzt mal nicht geworden, aber wir haben ja auch bloß einmal kurz angestupst. Also ihr seht schon, wie magnetisch das ist. Der hält sogar die Schrauben hier am Gehäuse fest. Oh, war am Gehäuse vielleicht eine gehangen? Jetzt gar nicht geguckt. Aber sonst wäre es vielleicht nicht zugegangen, oder? Ihr wart doch dabei. Ich hatte doch alle Schrauben hier. Da sind sie. Ich dachte schon, ich drehe jetzt komplett durch. Irgendeiner klaut Schrauben. Ja, irgendwo denke ich mir wirklich, in meiner Werkstatt rennt so ein kleiner Kobold rum. Rote Haare. Das ist echt. Manchmal wie verhext. Wahrscheinlich, wenn ich alles fertig habe, dann taucht die eine Schraube auf. Und die kommt dann zu den Sachen, die hier dazugehören. Und dann denke ich mal, bei der nächsten Wartung baue ich die ein. Und wenn ich dann das nächste Mal den Arm offen habe, weiß ich schon wieder nicht mehr, dass ich da eine Schraube einbauen wollte. Oder ich finde sie nicht mehr. Kann natürlich auch passieren. So. Ja, jetzt kommt genau das Gepopel hier wieder. Heißt, wir müssen ja den ganzen Kruschstiel da einbauen. Und natürlich so verschachtelt einbauen, dass wir nicht irgendwelche Kabel einklemmen. Und das ist hier echt bescheiden. Und immer wieder denke ich mir, irgendwann lasse ich mal hier diese Attrappen weg. Aber dann baue ich sie doch wieder ein. So. Wo sind wir jetzt mit den Kabeln hier? Ah, da sind wir raus. Hier irgendwo zwischendurch geführt. Ich gehe hier raus. So, jetzt dann. So war's. Hier raus, da rein. Und jetzt mal was gucken, dass wir hier die Lampenkabel nicht noch abzicken.
So, alles drin. Sieht gut aus, würde ich sagen. Sieht gut aus. So, wo habe ich jetzt die ganzen anderen Schrauben hin? Ja, jetzt bin ich komplett weg, oder? Ach, die habe ich drin gelassen, genau. Sag, redet halt mit mir. Sagt mir doch, was ich hier tue. Denk mir gerade. Also ganz, ganz bedödelt bin ich nicht, aber manchmal. Jawohl, es wird doch. Also nicht, dass ihr denkt, ich trinke hier nebenbei oder sowas. Gell? Also, aber ja, manchmal hat man einfach so einen verplanten Tag. Ich denke dann auch schon an das nächste Teil oder an was ganz anderes nebenbei. Soll ja auch so ein bisschen Entspannungsarbeit sein. Andere lösen Kreuzworträtsel oder so Dokus. Ich mache dann sowas ganz gern. Von dem her kann es natürlich passieren, dass ich Schrauben suche. Zum Glück seht ihr das nicht so oft. Ich glaube, jemand, der neben mir sitzen würde und mir hier beim Arbeiten zuschauen müsste, der würde es irgendwann sich irgendwann denken, ob er hier richtig ist. So, hier ein bisschen Platz machen, dass die End-Up-Schalter noch da sind. So weit, so gut. So steht er jetzt wieder da. Es ist alles eingebaut. Wir haben die zwei Motoren getauscht, die Ritzel umgebaut, neu eingelötet und ich habe jetzt auch mal eine Schaufel noch hingemacht, dass man die Bewegung einfach ein bisschen besser sieht. Und wie gesagt, im Arm selber war ja der Motor schon drin und dann schauen wir uns das jetzt einfach einmal an. Das heißt, wir haben hier einmal den Stiel. Bin ich sehr zufrieden. Also, um Welten schneller. Ihr seht es. Das Rutschen ist die Rutschkupplung. Ich habe es ja in den Videos schon öfters gesagt. Ich habe vorne an der Schaufel und am Stiel hier die End-Up-Schalter rausgeschmissen. Das heißt, er fährt nur noch in die Rutschkupplung rein. Ich bin schon länger nicht mehr gefahren, denn er hat ja jetzt ewig auf den Umbau gewartet. Und dementsprechend habe ich es nicht mehr im Gefühl, bis wohin ich fahren kann. Viertelstunde, halbe Stunde baggern, überhaupt kein Thema. Da passiert da nichts mehr. Dann weiß man genau, bis dorthin kann ich die Bewegung ausfahren, ohne dass ich an die Rutschkupplung komme. Und wie gesagt, hier ist auch eine metallene Rutschkupplung drin. Das ist ein komplettes Metallgetriebe.
Da habe ich jetzt auch wenig Bedenken, dass sich das komplett abreibt. Ja? Also es gibt ja solche Motoren, beziehungsweise von diesem kleinen Plastikbagger, der hat Plastikrutschkupplungen, da ist klar, irgendwann sind die halt einfach blank. Aber hier gehe ich mal davon aus, dass die auch ein paar Mal aushalten, wenn man reinfährt. Ja? Ja, wie gesagt, ansonsten, ich bin echt zufrieden. Bis auf den Armmotor, der jetzt ein bisschen schreit, weil keine Karosserie drüber ist. Und ihr hört, es ist der die Spindel bzw. die Schnecke drin hat. Und die dreht natürlich ein bisschen lauter als alle anderen Spindeln. Aber ich muss sagen, ich bin zufrieden. Ich werde es jetzt mal testen. Ich verlinke euch die Motoren. Ich verlinke euch natürlich einmal diese ersten Motoren, die ich da verbaut habe. Diese Motrax-Motoren, diese grauen, die passen wirklich genau rein. Da braucht es auch nicht viel umbauen. Und dann haben wir hier als zweites die blauen Motoren. Die verlinke ich euch auch. Genauso wie alles andere. Und ja, jetzt muss einfach mal getestet werden und geguckt werden, wie lange hält der Akku, was machen die Fahrregler. Tun die Motoren irgendwie spinnen, stören, habe ich irgendwelche anderen Probleme? Ich werde euch auf jeden Fall berichten, aber bis dorthin würde jetzt erstmal so wieder in Betrieb gehen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, abonniert meinen Kanal und wenn ihr die Glocke anklickt, dann werdet ihr auch informiert, wenn das nächste Video online geht. Also gut, bis bald!